nach einer wahren Begebenheit im September 2008. Schön, dass ihr alle da seid. Das Mitarbeiterfest 2009 wirft seine Schatten voraus. Es soll wieder im Februar stattfinden. Ist der Termin schon fest? Wieso? Oh, ich dachte nur so, weil ich es besser fände, wenn es etwas später wäre. Genau, dann haben wir doch mehr Zeit zum Üben. Mensch, vor Weihnachten, Mensch, da kommen wir doch eh nicht mehr dazu. Und danach, da wird es dann schon wieder hektisch. Wir haben ja bald Kirchenvorstandssitzung. Da werde ich mal nachfragen. Wann wäre denn ein guter Termin für euch? Naja, wenn wir es uns aussuchen könnten, gerne Mitte März. Prima! Da ist die Weihnachtsgans verdaut und das Osterlamm noch hin. Ich kläre das ab. Wenn noch nichts Wesentliches geplant ist, dann lässt sich das bestimmt machen. Aber wir müssen unbedingt sehr bald uns treffen, um Ideen zu sammeln und Texte zu entwickeln. Wie sieht's denn so mit euren Terminen aus? Ihr habt ja euren Planer schon in der Hand. Also diese Woche sieht arbeitsmäßig schlecht aus. Anfang Oktober wäre besser. Anfang Oktober? Da haben wir volles Programm wegen des Basars. Da sind kaum noch Nachmittagstermine frei. Ja, aber dann kommen wir schon wieder in die heiße Phase der Proben fürs Konzert. Und bei uns ist im Moment totale Erkältungssaison. Ich kann auf jeden Fall nur abends. Und ich habe mindestens 3 Familienfeiern in der Zeit. Mensch, stimmt ja. Die ganzen Weihnachtsfeiern kommen ja auch noch, Schlag auf Schlag. Und zwischen Weihnachten und Neujahr, da habe ich das Haus voller Besuch. Da geht gar nichts. Jetzt sind wir auf einmal schon im neuen Jahr. Aber wir müssen uns doch so bald wie möglich treffen. Sonst klappt doch das mit der Vorbereitung überhaupt nicht. Also, wie sieht's bei euch übermorgen aus? Um 19 Uhr? Da kann ich. Ich auch. Ist okay. Das sieht gut aus. Prima. Seht ihr? So einfach ist das. Dann bis übermorgen und sagt den anderen Bescheid. Mach ich. Und wehe, die können nicht.